Genießen wir noch einmal die Kühe der Weide.
Fabian Müller-Lütgemeier und D'Agostino FRH. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es vorhin im Video einmal gesehen. Danke, Dagi. Dagi, der Spitzname dieses wunderbaren Pferdes. Und danke, denn dies war sein letzter öffentlicher Auftritt hier bei uns bei den Stuttgart German Masters. Vor 10 Jahren hat es angefangen, als Fabienne losgefahren ist und ein Pferd probiert hat. Und es war dieses Pferd. Es war Liebe auf den ersten Blick. Entdeckt von Palle Thompson und von Martin Waldvogel bis zur schweren Klasse ausgebildet, hat dieses Pferd mit dieser jungen Reiterin, damals noch junge Reiterin, Großartiges vollbracht. Großartiges für den Sport. Verzeihung. Sie ist auch jetzt noch jung. Aber damals noch jünger. Jetzt seien Sie nicht so. Großartiges vollbracht für seine Reiterin, Großartiges vollbracht für Deutschland, für die deutschen Bundeskader. Es ist ganz selten, dass ein Pferd sowohl bei den jungen Reitern hoch erfolgreich ist. Die beiden gewannen 6 Medaillen bei Europameisterschaften und dann später auch bei den Erwachsenen, Verzeihung, bei den Senioren. Einmal Europameister, einmal Weltmeister mit der Mannschaft. Das Palmarès dieser beiden. Und auch in diesem Jahr ist er noch hoch erfolgreich im großen Sport gelaufen. Ein Pferd, das außergewöhnlich konstant ist und immer seine Leistung gebracht hat, denn er wollte immer sein Bestes geben für seine Reiterin, für Fabi. Er hat einen außergewöhnlichen Charakter mit einer Leistungsbereitschaft und einem Kämpferherz, wie es selten ist. Dazu ist er recht selbstbewusst. Jene, die die Anfänge von den beiden sich noch erinnern, die wissen, dass es auch manchmal spannend war. Und das morgendliche Ritual war bis zuletzt der morgendliche Spaziergang an der Hand auf dem Viereck am Turnier. Er ist zu einem richtigen Professor herangereift und er ist immer besser geworden, bis jetzt noch. Aber jetzt ist die Zeit gekommen auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist topfit, er ist kerngesund und voller Elan. Und jetzt soll die richtige Zeit sein, um ihn in den Ruhestand zu schicken. Und deswegen sagen wir Danke, Dagi. Dagi und Fabi sagen ganz herzlichen Dank bei ihrer Mutter, bei Gina, die sie täglich ein Auge auf sie geworfen hat während der ganzen Zeit und auch heute noch tut. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Meier zu Strohn aus der Junge Reiterzeit, an die Bundestrainer Johnny Hilberath und Monika Theodorescu, die sie im Training dann irgendwann als altes Ehepaar bezeichneten, die Dagi und die Fabi. Ein herzliches Dankeschön an Dagis Pfleger Manuela und André, die sich täglich um ihn kümmern, sowie sein Physio Theo Bongartz. Aber liebe Fabi, auch du sollst zu Wort kommen zu deinem Dagi. Ja, ich war mir erst nicht ganz sicher, ob ich es hinkriege, aber ich versuche das. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier heute vor seinem Lieblingspublikum nochmal unsere Kühe reiten durften. Das war einfach der Wahnsinn und ich finde, er hat wieder alles gegeben und hat mir einfach ein Wahnsinnsgefühl gegeben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch. Er liebt dieses Publikum, er gibt hier immer Vollgas und das schon seit vielen Jahren.
Wir sind heute Morgen hier durch die Halle gelaufen und seitdem stand er im Stall mit gespitzten Ohren und hat gesagt, wann geht's endlich los. Also ja, das Pferd ist einfach der Wahnsinn und ich bedanke mich für die letzten 10 Jahre bei dem Team, was uns auf dem Weg begleitet hat und ja, einfach bei Dagi, weil er hat mir so viel gegeben. Für jeden einzelnen Moment 1000 Dank und ich freue mich auf jeden weiteren. Und so, meine Damen und Herren, schicken wir Dagi auf seine letzte Ehrenrunde im Scheinwerferlicht hier in seinem Wohnzimmer bei den Stuttgart German Masters. D'Agostino FRH vom De Niro Shogun Wenzel 1.